Was wurde aus den 13 Zwergen nach dem Hobbit-Buch und Film? Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Video. Aber bevor es wieder schön losgeht, habe ich hier die letzte Umfrage aus dem letzten Video, wo gefragt war, wer ist mächtiger? Und da kann man ganz gut sehen, dass die meisten doch für den Balrog abgestimmt haben. Und ich bin auch der Meinung, dass der Balrog deutlich stärker ist wie ein Drache. Hier sind auch nochmal die Kommentare aus dem letzten Video, die mir gut gefallen haben. Macht doch wieder mit bei der jetzigen Umfrage in diesem Video. Einfach oben über den Infobalken draufdrücken, kostet auch nichts und ich würde mich riesig drüber freuen. Doch kommen wir zurück zum Thema. Fangen wir mit dem ersten Zwerg an, und zwar Dori. Er selbst hat nach der Hobbit sich im Erebor niedergelassen, um bei seinen Kameraden zu sein. Und auch bekam er einen Anteil des Schatzes unter dem Berg, was ihn auch sehr, sehr reich mache. Dorin selbst starb wahrscheinlich auch nach 3018 des dritten Zeitalters. Aber wo genau, das ist leider ungewiss. Doch eine ganz wichtige Sache nochmal vorneweg, und zwar Dori war nämlich der stärkste Zwerg in der Gruppe von Thorins Gemeinschaft. Es ist wirklich kein Scherz, es ist tatsächlich so, nicht Dori war der Stärkste, sondern tatsächlich Dori. So hat man es zumindest behauptet. Leider starb er dann und man weiß nicht, ob er den Ringkrieg wirklich zu Ende miterlebt hat. Doch kommen wir jetzt zum nächsten Zwerg, und zwar Nuri. Den kennen wir auch aus The Hobbit und er hat sich danach auch im Erebor niedergelassen. Und er selbst bekam auch einen Anteil des Schatzes, also wurde er auch ziemlich reich. Er selbst zählte auch jetzt zum Gefolgsmann unter dem Berg für Dain den Zweiten. Er starb wahrscheinlich auch ein Jahr später, und zwar 3019 im dritten Zeitalter. Dann haben wir noch Ori. Der hat sich nach The Hobbit mit Balin und Oin zusammengetan und die wollten dann Khazad-dûm zurückerobern. Doch das ging alles nicht ganz gut aus, denn wir wissen ja, Balin starb dann auch und natürlich starb Ori auch. Er selbst war der Schriftsteller und hat alles aufgezeichnet. Er hat jedes kleine Detail aufgeschrieben in seinem Buch. Am Ende war er der Einzige, der in Khazad-dûm noch lebte. Aber dann kam die große Ork-Armee und hat ihn dann auch umgebracht. Wir sehen ihn dann zum Beispiel in der Grabkammer von Balin, wo das Skelett da liegt, von der Herr der Ringe-Film. Zumindest kennt das eigentlich jeder, die Szene. Das ist übrigens das Skelett, was dann auch da liegt, wo Gandalf das Buch abnimmt. Doch kommen wir jetzt zum nächsten, und zwar Balin. Er selbst machte sich dann 2989 des dritten Zeitalters nach Moria auf, mit einer Gruppe von Zwergen. Also dazu gehört natürlich Oin und Ori. Er schaffte es sogar Herrscher von Khazad-dûm zu werden und er wollte eigentlich Khazad-dûm neu aufbauen, neu beleben. Das war sein großes Ziel. Doch die Herrschaft konnte nur 5 Jahre existieren, denn dann wurde er umgebracht am Spiegelsee. Und zwar 2994 des dritten Zeitalters. Ein geheimer Ork hat sich irgendwo versteckt und hat ihn dann mit einem Pfeil abgeschossen. Balin traf es schwer und er starb. Und jetzt kommen wir zu seinem guten Bruder Dwalin, der nach der Hobbit sich in Erebor niederließ. Und er bekam natürlich auch wieder einen Anteil des Schatzes. Er zählte vor allem als guter Schmied im Erebor und war dadurch sehr, sehr beliebt. Er ist auch einer der Zwerge, der ziemlich alt wurde. Denn er ist erst 91 des vierten Zeitalters gestorben. Also er hat nach dem Ringkrieg noch ganz schön lange die Zeit miterlebt. Also da Respekt an Dwalin. Und man vermutet, dass er zumindest in Erebor gestorben ist. Und dann haben wir noch Oin, der nach The Hobbit auch in Erebor vor allen Dingen lebte. Doch er schloss sich dann später Balin und Ori an und wollte natürlich Moria zurückerobern. Das war sozusagen aber sein Verhängnis, denn vor den Toren Morias kam dann der Wächter im Wasser und er zerrte ihn dann mit ins Wasser und brachte ihn um. Das war leider das traurige Ende von Oin. Tut mir wirklich leid, weil ich mochte ihn vor allen Dingen in den Hobbit-Filmen wegen seinem Hörgerät. Dann kommt noch Bifur dran, den kennen wir auch sehr gut und der hat nach der Hobbit sich auch im Erebor niedergelassen. Er hat auch einen Anteil des Schatzes bekommen und hat sich halt gedacht, ich bleibe nur noch im Erebor. Leider starb er auch wahrscheinlich 3018 des dritten Zeitalters in Erebor. Also er hat leider das vierte Zeitalter auch nie erlebt. Und jetzt kommt noch Bofur, den wir auch sehr gut kennen und vor allen Dingen, der hat sich auch im Erebor niedergelassen.
Er bekam natürlich auch einen Anteil, aber genauso wie bei Bifur ist er dann auch gestorben. Aber wann genau, das weiß leider keiner, also um welche Zeit vor allen Dingen. Das kann ich euch nämlich überhaupt nicht sagen, denn dazu stehen keine Daten da. Doch ich vermute, er wird auch im dritten Zeitalter irgendwann gestorben sein. Und dann haben wir noch Gloin, und zwar Gimlis Vater. Der ist auch ziemlich alt geworden und ist auch erst 15 des vierten Zeitalters gestorben. Er selbst hat sich natürlich noch ein bisschen mobil gemacht und ist sogar noch mit Gimli zusammen nach Bruchtal gegangen, um Elronds Rat beizutreten. Da haben sie natürlich dann gut diskutiert. Also in meinen Augen ist Gloin und Barli somit die agilsten Zwerge überhaupt, denn die haben nach der Hobbit noch einiges gemacht. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Kandidat, und zwar Bombur. Den kennen wir ja vor allen Dingen und ist auch sehr, sehr beliebt, muss ich ehrlich sagen. Und er hat nach der Hobbit ganz schön stark zugelegt, denn er blieb zwar im Erebor, wurde aber selbst immer dicker und irgendwann mal mussten ihn 6 Zwerge vom Bett zum Esstisch tragen. So dick ist er geworden. Er hat natürlich dann weiter gegessen, wurde immer dicker und dicker und dicker und das wurde wahrscheinlich auch eines Tages ihn zu Verhängnis. Wann er leider gestorben ist, kann ich euch leider nicht sagen, weil dazu kein Datum vorhanden ist. Und dann haben wir noch Kili, Fili und Thorin. Doch das kann ich mir eigentlich ersparen, denn sie starben schon während des Hobbits. Ne? Also da, die haben niemals die Zeit nach der Hobbit kennengelernt, weil die starben leider schon vorher. Was ich sehr, sehr schade finde. Mich hätte es gefreut, wenn Thorin vielleicht doch überlebt hätte. Denn das wäre wirklich Wahnsinn geworden, glaube ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen über die Zwerge. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Augen öffnen, damit ihr wisst, was eigentlich Phase ist. Lasst doch einen Daumen bitte hoch und abonniert mich doch bitte, das wäre doch klasse. Und immer schön verfolgen, das ist immer mit das Wichtigste. Unterstützt mich doch auf Facebook, Twitter, Instagram und auf Discord. Und unterstützt doch auch der Herr der Ringe Stories, Tolkien erklärt, Mythen aus Mittelerde und Artco. Ja, das war's eigentlich auch schon. Schreibt eure Wünsche in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!